Servus Manzander Freunde, bald ist es soweit, das Frühlingsevent kommt raus. Nächste Woche Freitag ist es soweit, das ist der 6. April. Und jetzt wurde schon der Eventplan bekannt gegeben, welche Eventquests in dieser Woche verfügbar sind. Und das möchte ich mit euch anschauen. Ganz kurz zur Info, was noch aktiv sein wird während des Frühlingsevents. Ihr seht hier auch ein paar Bilder, die wurden vorgestellt beim Livestream. Wir sehen hier oben die Versammlungsstätte komplett geschmückt und auch ein Feuerwerk. Sieht nicht schlecht aus. Dann gibt es ein neues Großschwert, was ultra geil aussieht. Bin ich mal echt gespannt von den Werten her. Die sind momentan noch nicht bekannt. Es gibt den Mega Man, da seht ihr hier ein Bild, auch ganz cool. Und es gibt auch für Puki ein neues Kostüm. Ja, und dann machen wir jetzt weiter mit dem Eventkalender. Hier seht ihr jetzt eine Übersicht von den Eventquests, die während des Frühlingsevents verfügbar sind. Wir sehen rechts das Datum 6.4. bis zum 12.4. Das Event geht eigentlich eine Woche länger, aber ich glaube, die hatten hier keinen Platz für eine weitere Spalte. Ich werde jetzt auch nicht jede Eventquest ansprechen, sondern nur die wichtigsten, dass ihr so einen groben Überblick bekommt, welche aktiv sind. Sind auf jeden Fall richtig geile aktiv, soweit ich weiß, glaube ich auch fast alle. Ihr werdet da unten in der Videobeschreibung noch einen Link zu der Seite finden, dann könnt ihr euch das Ganze selber nochmal anschauen. Ganz oben haben wir zwei Exklusive für die PS4, einmal in der Arena, einmal im uralten Wald. Keine Ahnung, ob die soweit schon aktiv waren. Dann haben wir hier eine Kessodon-Quest, die kenne ich gar nicht. Kann sein, dass die Quest in den ersten ein bis zwei Wochen aktiv war. Da habe ich noch keine Eventquests abgeschlossen, da war ich selber noch mit Hauptstory beschäftigt. Es sind richtig viele Eventquests, wie gesagt, auch fast jede gibt euch was. Sei es Geld, Gutscheine, Rüstkugeln, müsst ihr einfach schauen, welche euch was gibt. Die sind da relativ schnell abgeschlossen. Zwei Kirin war ganz cool. Dann haben wir hier die Eventquests, wo Rüstungsteile geben, Apfel meines Auges. Hier kriegen wir die Sonnenbrille, wer die noch nicht hat, auf jeden Fall abstauben. Dann haben wir hier diese Kulu-Quest, wie gesagt, die ist diese Woche Freitag schon verfügbar. Da gibt es diesen Kulu-Helm, bin ich mal gespannt, was die für Werte hat. Dann haben wir diesen Wackelwurm-Helm, wer den nicht hat, unbedingt holen. Sieht ultra geil aus, Werte sind zwar nicht so gut, aber Optik passt. Ja, dann gibt es noch ein paar mehr Event-Quests, ihr seht richtig viele. Hier unten haben wir noch eine coole Aufgabe, eine einfache Aufgabe, eine sehr coole Quest. Hier können wir Level 13er und 30er Untersuchungen farmen, um halt schneller an die Juwelen ranzukommen. Das gleiche auch bei der Überwachung der Lieferung. Hier kann man ja Drachenältesten Fußspuren sammeln, die ist soweit auch noch aktiv, seht ihr hier. Und ist auch während des Events aktiv. Sehr cool, so kann man sich halt wirklich einen schönen Vorrat von diesen Quests ansammeln und die dann für die nächste Zeit verbrauchen. Sehr nice, werde ich auf jeden Fall machen. Dann kommen wir zu den Herausforderungen in der Arena. Hier gibt es die Street Fighter Quest. Ich weiß gar nicht, ob die jeder spielen kann oder ob man das Spiel braucht, weil hier bekommt man nämlich diese Street Fighter Rüstung. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Oder man kann vielleicht ihre Quest abschließen, bekommt aber nicht das Outfit, wenn man das Spiel nicht hat. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Vielleicht kann das jemand in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, falls man diese Quest machen kann, sollte man sie unbedingt machen, denn diese Barot ist ultra riesig. Sieht wirklich sehr cool aus. Die Pookie-Quest, da muss man diese Dings töten, aber der Pookie ist wahrscheinlich auch noch dabei, die kenne ich auch gar nicht, vielleicht ist die neu oder die war relativ früh aktiv. Dann haben wir hier die Nergiganten-Quest, die sind aktuell schon aktiv, man sollte die erste und zweite mal spielen, ist ganz lustig, denn der Nergigante pennt irgendwann ein und macht ein Nickerchen, zumindest hat er es bei mir gemacht, war echt lustig mit einem Kollege. Unten haben wir noch eine coole Quest, zwei Orogaron, ich bin mir gar nicht sicher, ob das die Quest ist, die uns dann nachher diesen Mega Man freischaltet. Auf jeden Fall ist es ein großer, glaube ich, ein großer Orogaron und ein kleiner. Vielleicht kann man sich da auch gleich die Kronen abstauben. Da bin ich mir nicht sicher, ob man in der Spezialarena Kronen bekommt oder nicht. Ja, das war es eigentlich soweit mit dem Überblick. Sehr viele sind während des Frühlings-Events verfügbar. Echt ganz schön. Freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.